So, herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Unity. Ein klein wenig Pause gemacht, aber jetzt wieder da. So. Ich werde jetzt auch den Chatroom beachten, nachdem das vorhin kritisiert wurde. Und weiter geht's mit dem Abenteuer. Ich weiß gar nicht mehr, wo wir genau aufgehört haben. Arno hat, glaube ich, seine Freundin wieder getroffen. Ja. Und ist dann geflüchtet. Genau. Dann war im Gefängnis. Ah ja, genau, jetzt weiß ich wieder, alles klar. Und mal wieder ein Ladebildschirm. Gehört wohl dazu in dem Spiel. Also es wurde gerade das Gefängnis gestürmt, wenn mich nicht alles täuscht. Und Arno und der andere sind geflüchtet. Und Arno ist jetzt drauf und dran, sich den Assassinen anzuschließen. Louise? Nicht für Vergrößerung. Man muss vorsichtig sein. Nach allem, was passiert. Elise, ich... War das deine Art, meinem Vater für seine Güte zu danken? Elise, bitte. Glaub nicht, dass ich schuld am Tod deines Vaters war. Er war nicht der Mann, für den du ihn hieltest. Auch mein Vater war das nicht. Ich weiß ganz genau, wer mein Vater war, Arno. Und auch wer deiner war. Hallo Zuseher. Ich denke, es war wohl unvermeidlich. Du Assassine. Ich Templerin. Ui, sie ist Templerin. Schockiert dich das? Ja, mich gerade schon. Mein Vater wollte immer, dass ich in seinen Fußstapfen trete. Jetzt bleibt mir nur noch ihn zu rächen. Ich schwöre dir. Ich hatte mit seinem Tod nichts zu tun. Hast du doch. Nein. Inwiefern? Nein. Bei meinem Leben. Ich schwöre dir, dass ich... Ist das... Ein Schreiben gehört zu meinem Vater am Tag seiner Anmeldung. Lies es. Großmeister de la Serre. Ich erfuhr durch meine Agenten, dass ein Mitglied unseres Ordens eine Verschwörung gegen euch plant. Ich bitte euch, seid bei der Initiation heute Abend auf der Hut. Traut niemandem, nicht mal euren allerbesten Freunden. Möge der Vater des Verstehens euch leiten. Den Brief fand ich im Zimmer meines Vaters. Ungeöffnet. Ich wusste ja nicht. Mein Vater auch nicht. Woher hätte ich es wissen sollen? Bitte. Geh einfach. Ach Gott, der arme Arno. Mein Headset macht mir irgendwie Probleme heute, das ist ein bisschen nervig. La la la, der Bildschirm. Alter, das gibt's ja nicht. Da kauft man ein Spiel um gefühlt 100 Euro. Und dann hängt man die ganze Zeit im Ladebildschirm. Jetzt geht's weiter. Da haben wir auch schon Notre Dame zum ersten Mal. Und einen sich betrinkenden Arno. Liebe Kinder, Alkohol ist keine Lösung. Sondern ein Des...
zu sehr. Falls einer von euch einen Tipp hat, wie man dieses störende Headset verbessern kann, immer her damit. Ich glaube, das streitet sich permanent mit dem Controller Bluetooth. Und das ist ziemlich nervig. Okay, ich würde mal sagen, da wir es zum allerersten Mal sehen. Okay, holen wir uns erstmal die Truhe. Werden wir gleich mal... Werden wir gleich mal Notre Dame beschenken. Dieses Headset macht mich fertig. Eine Sekunde, ich mach's kurz aus, bin gleich wieder da. So, hoffentlich hält jetzt mal die Verbindung vom Headset. Und wir schauen, dass wir da irgendwie rüberkommen. Oh, das war ziemlich tief. Kräftige Fingerkuppen. Und auf geht's Richtung Notre Dame. Schauen wir mal, wo wir da am besten raufkommen. Ich schätze mal da von der Seite mit dem Seil. Ja, die Steuerung ist noch ein wenig seltsam, wie immer bei Assassin's Creed. Da muss man sich erstmal dran gewöhnen. Weil er so ganz nicht wirklich den Befehlen folgt, die man ihm gibt. Ah, die Stadt ist Weltklasse animiert, also man fühlt sich echt, als wäre man drin im Spiel. Okay, wir holen uns erstmal das Adlerauge und werden dann in die Kirche. Unten wird anscheinend irgendwer umgebracht. Diese Franzosen. Boah, geil. Entschuldigung, ich werde einfach irgendwann mal stehen bleiben und Grafikergüsse bekommen. Ich hoffe, das stört euch nicht. Es ist echt verdammt hübsch. Quasimodo ist zurück. Ah, Wahnsinn. Kommt er darauf? Na. Ah, okay. Adlerauge ist auch auf der anderen Seite. Schauen wir mal, wo es am besten drauf geht. Versuchen wir es einfach mal hier irgendwie rauf. Na. Na komm. Ja, ich will da irgendwie rauf. Oder geht's doch nur von der Seite? Schauen wir mal. Das sieht doch schon besser aus. Hallo Zuseher. So, genau. Ach du meine Güte. Also wenn man da überall hinlaufen kann, dann ist das Spiel echt verdammt riesig. Wow. Geil.
Einfach nur wahnsinnig. So. Jawohl, super. Irre. So, hoffentlich finden wir jetzt wieder den Eingang von vorhin. Ah, das sollte eigentlich kein Problem sein, glaube ich. Ah! Kriegt man einen Herzinfarkt? Okay, da kommt man nicht runter. Ich glaube, wir müssen wieder rauf und auf der anderen Seite einfach runter. Ach so, das schafft er auch nicht, ne? Ja gut, machen wir einfach einen Sprung und klettern nochmal von draußen rauf. Ach du meine Güte. Da pöbelt das Volk schon rum. Was sind das für Gestalten? Alles Gute, Bürger. Grüß Gott. Dankeschön. So. Oh, das sind ja Gegner. Hallo, Gegner. Ich will dich töten, wieso kann ich meine Waffe nicht ziehen? Ach, Mann. Geil, dass die Leute singen, das ist ja urkrass gemacht. So, ich glaube, hier oben war der Eingang zu Notre Dame, genau. Ah! Wäre ja auch zu schön gewesen gleich am Anfang. So, dann werden wir einfach mal die Hauptstory weiterspielen. Sind ja eh noch am Anfang. Tutorial haben wir jetzt abgeschlossen. Arno hat gerade rausgefunden, dass seine Freundin bzw. seine große Liebe für die Templer ist. Und auch für sie arbeitet. Oder mordet, besser gesagt. Und schauen wir mal, wie es weitergeht für Arno. So. Passt, da holen wir uns erst noch den Aussichtspunkt. Nächste Kirche? Ja, nächste Kirche. Ah, no. So. Also ein bisschen waghalsig springt er mir hier schon durch die Gegend. Vor allem man hat das Gefühl, man kann es nicht irgendwie kontrollieren. Aber vielleicht stelle ich mich auch einfach nur an wie der letzte Depp. Ich tippe auf Zweiteres. Ja, Zweiteres. Hier ist irgendwo eine Truhe. Sollte die uns egal sein oder nicht? Da. Die ist uns nicht egal. Zack. Immerhin 100 Francs. Was ist mit dem? Ist er besoffen, oder? Kann ich dem helfen? Na. Hallo, neuer Zuseher. Wo ist die Schatztruhe? Oben wahrscheinlich, ja? Ja. Es ist so krass, wie viele Gebäudebegeber sind auf einmal. Hä?
Noch weiter oben. Na, eigentlich. Ha! Ein Fremder. Ja, da ist die Truhe. Frau, ja. Weiter rauben und morden und wir sind reich. Das war ja auch das Credo der Assassinen, glaube ich, oder? Alter, wie geil das beleuchtet ist durch die Scheibe. Ein Wahnsinn. Ich glaube, das wird das Wort des Spiels Wahnsinn, weil es so verdammt geil gemacht ist. Leider kenne ich mich in Paris nicht wirklich gut aus. Jedes Mal, wenn ich Assassin's Creed in irgendeiner Stadt spiele, habe ich sofort Lust, dorthin zu fahren und mir das mal alles anzuschauen. Weiß nicht, ob es euch auch so geht. Wo stützt denn der seinen Fuß ab? Okay, ein paar Schönheitsmacken hat's dann doch. Trotzdem sehr geil. Jetzt hinten nach dort, okay. Dann lassen wir mal wieder runter. Truhe, wo bist du? Okay, irgendwo renne ich jetzt nicht rein. Ich hoffe, ihr verzeiht es mir. Man muss ja auch nicht alles looten. Okay. Ich habe mich gerade nur gefragt, wer die Fackeln anzünden konnte. Die Tür scheint ja doch in Ordnung zu sein. Wackler, wunderschön. Halt! Die Tür sieht offen aus. Cool. Ich traue mich gar nicht nach rechts zu schauen. Wow. Schaut euch das an, das ist ja echt der Wahnsinn. So, Entschuldigt. Headset spinnt gerade rum. Ich krieg gleich einen Zug raus, echt. Permanent bricht das Headset ab. Kennt ihr das Problem oder bin ich der Einzige, der das hat? Erstmal aufs Klo. So. Ui, sehr schwierige Mission. Okay, dann schauen wir uns erstmal um, ob wir irgendwo noch Sachen zu kaufen kriegen. Der hier sieht aus wie ein Händler. Bla bla bla. So, was hast denn du? Ja, füllen wir mal auf. Was ist eine Kirschbombe?
Aha. Was man hier nicht noch alles lernt. Waffen und so gibt's keine, oder? Anscheinend nicht. Okay. Ja, dann werden wir es mal versuchen. Und los geht's. Ich schätze, eine simple Adresse wäre zu einfach. Ich hoffe, es gefällt euch bisher. Über ein Like oder ein Follow würde ich mich sehr freuen. Muss ich überhaupt nach oben? Ich glaube schon, oder? Okay, das Adlerauge muss ich anscheinend immer erst aufladen. Jetzt geht's. Wir klettern einfach mal darauf, wenn das geht. Weil das sieht mir schon doch sehr verdächtig aus, die Kanzel. Okay, so weit rauf wollte ich eigentlich gar nicht, aber egal. Ah, da hinten. War das vorhin auch schon da? Was soll ich noch mit diesem Medaillon anfangen? Ja, wenn er sich bewegen würde. Komm. Alles klar, ist ein bisschen Indiana Jones-Style gerade. Springst du jetzt bitte einfach? Danke. So, jetzt sind wir mal gespannt, was passiert. Ein Rätsel, natürlich. Ah. Tickt da gerade die Zeit, oder? Los, beweg dich. Was war das jetzt gerade? Ist er gerade geflogen, oder was? Juhu! Springen wir einfach mal ins Schwarze. Bestimmt eine gute Idee. Und der Freund Ladebildschirm. Es hört nicht auf. Jawohl, überstanden. Hast ganz schön lang gebraucht, Pistol. Was ist das für ein? Das Sanktuarium. Wir üben die und bereiten uns vor. Genau, unsere Feinde. Sind wir nicht erst aus einem Verlies entkommen? Es ist kein Verlies. Es ist ein Knotenpunkt. Von diesem Tunnel aus kommen wir ungesehen an jeden Ort der Stadt. Wir haben okay. Ach so, viel sehen kann man hier aber nicht gerade. Hättest du nicht gerne etwas mit draufnehmen? Diesen Ort nutzen wir schon seit 600 Jahren, Pistol. Aha.
Und wie lange standest du im Dunkeln und hast auf mich gewartet? Nicht lange. Guillaume hat dich vom Glockenturm gesehen. Nun, es war ein beachtlicher Auftritt. Ups. Machst du dir lustig? Nein, nein. Wirklich. Sehr theatralisch. Still jetzt. Wir sind da. Ja, jetzt kriegt er seine Klinge hoffentlich. Der Big Boss. Mal sehen, ob wir würdig sind. Der Sohn von Charles Dorian kommt zu uns. Belek dachte, du würdest nicht kommen. Was hat dich umgestimmt? Ich will nicht mehr von meinen Fehlern davonlaufen. Monsieur de la Serre. Mein Vater. Ich will es wieder gut machen. Der Tod von Großmeister de la Serre lastet also auf dir. Warum? Führtest du die Klinge denn selbst? Ist das wichtig? Man macht mich dafür verantwortlich. Ines, Nubahu, Tutki, Kailai. Genau. Mutakidon, Min. Anna Kavale, Inao Kadenhala, Muazati Emurakara, Thea Kuno Saeldama. Also gut. Aus dem Dunkel schreitest du in das Licht. Aus dem Licht kehrst du ins Dunkel zurück. Bist du bereit, dem Pfad des Adlers zu folgen? Immer doch. Wenn ihr mich so fragen wollt, ob ich eure Hilfe benötige. Ja. Hallo, Solation. Dann trink. Ist das der Heilige Gral? Nein, er wird wohl mehr bei den Templern sein, oder? Ach, wie schön das ruckelt. Krass. Kommt jetzt so eine Drogenmission wie bei Far Cry 3, oder? Ja, sieht fast so aus. Hallo? Hallo. Geil. Soll man da weitergehen? Nee. Sollte ich da runterspringen? Ach, probieren wir es einfach mal aus. Wow. Flash. Ist das der Spielsaal? Na. Kann ich nicht mitkommen, Vater? Hurra,